Einen wunderschönen guten Nachmittag an euch alle da draußen und einen wunderschönen guten Nachmittag, Micha. Jo, hallo. Ja, sehr cool, dass du wieder mit dabei bist, Micha. Wir haben uns hier zusammengefunden zum Tux-Tage-Quiz. Und wir haben tatsächlich dieses Jahr einfach zwei Quizze. Ja, also wir waren so übereifrig und haben uns gesagt, nee, das wollen wir nochmal machen. Und wir sind hier gerade live im 3D-Gelände. Hier haben wir schon ganz viele Zuschauer um uns versammelt, ne? Wir werden gleich alle gemeinsam das Quiz-Labyrinth hier hinten abgehen und danach werden wir tatsächlich auch noch mal ein Quiz so durchmachen, was ihr euch dann auch runterladen könnt und beispielsweise auch für den nächsten Linux-Stammtisch mitnehmen könnt und gemeinsam durchmachen könnt, wenn ihr wollt natürlich. Genau, ja. Wie geht's dir sonst, Micha? Hast du gut die Tux-Tage bis jetzt überstanden? Ja, also ich war ja diesmal heute eigentlich nur der Geist in der Maschine, also der überwachende Teil. Aber ja, hat ja spontan nochmal zum Quiz geklappt. Und Absolut, soweit habe ich absolut. alles verfolgt. Das war ganz spannend. Ja, sehr stark, sehr stark, sehr stark. Wenn du möchtest, kannst du natürlich auch mit ins 3D-Gelände kommen. Musst du natürlich nicht, aber der Lars ist mit dabei. Ist der Lars schon da oder ist er in der Lobby? Ich glaube, der Lars ist noch in der Lobby. Ah, der Lars ist da, der Lars ist da. Sehr cool. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal durch. Wir haben insgesamt 30 Fragen abzufrühstücken. Von daher müssen wir da mal ein bisschen losmachen. Und ich würde vorschlagen, wir behalten den Chat ganz, ganz, ganz genau im Auge. Und genau, dann könnt ihr ja jeweils reinschreiben in den Chat, dann direkt, wenn ihr das hört, wir haben ja keine Übertragungsverzögerungen drin, was ihr meint, was die Antwort ist. Dann warten wir ein bisschen und dann gehen wir rein. Ne? Und dann schauen wir mal, okay, war der Großteil richtig oder haben sich dann doch vielleicht ein paar geirrt und so weiter. Und wir haben jetzt einfach Fragen vorbereitet. Das Quiz-Labyrinth ist sogar ein bisschen einfacher, würde ich sagen. Das andere Quiz ist aber auch wirklich nicht zu schwer. Aber trotzdem vielleicht schon doch die ein oder andere Schätzfrage drin, die, denke ich, schon ganz interessant sein könnte. Genau, wollen wir loslegen? Jo. Dann lass uns doch hier einfach mal in Richtung dem Quiz gehen. Also ich muss erstmal hier nochmal das 3D-Team, mich sehr, sehr bei dem 3D-Team bedanken. Wir haben tatsächlich das gesamte Jahr hier umgebaut und verbessert und so weiter. Und das ist schon meiner Ansicht nach eine sehr coole Sache und eine sehr schöne runde Sache geworden. Und beispielsweise das Labyrinth selber haben wir dazu bekommen. Und dann würde ich sagen, steigen wir rein in die erste Frage. Und dafür muss ich mir nochmal eure Chats aufmachen, weil ich bin hier im, ich kennt hier dieses Tab-Nirvana, wenn man zu viele Tabs von allem hat. Das ist wirklich schlimm. Aber jetzt habe ich euch hier. Und dann schauen wir doch mal, was denn ihr so schätzt. Und ich würde sagen, wir kommen in die erste Frage. Und da haben wir die Frage, ist Linux ein Unix-Derivat oder ein unabhängig entwickeltes Betriebssystem? Könnt ihr einfach mal reinschreiben, einfach mal jetzt reinschreiben. Na, was würdet ihr empfehlen? Was würdest du sagen, Micha? Ich würde sagen, Unix-Derivat. Ich würde tatsächlich auch sagen, ne? Schauen wir gleich direkt mal, ob das richtig ist. Ich habe ja so eine richtig coole Uhr. Ich stelle hier immer eine gewisse Zeit ein und danach lösen wir es auf. Ne? So, gut. Ich würde sagen, wir schauen mal bei Unix-Derivat rein und gehen hier mal das Labyrinth entlang. Ne? Also, ich muss sagen, diese Liebe zum Detail ist richtig schön. Ich habe es selber nicht gemacht. Ich habe es immer nur betreut, sage ich mal, jetzt das Labyrinth. Die Fragen tatsächlich, die stammen von mir, die habe ich aber vor 5 Monaten erstellt oder so. Also ich kann mich da nicht mehr so groß dran erinnern. Und da kommen wir zur nächsten Frage. In welcher Datei kann die Standard-Shell für einen Benutzer in Linux festgelegt werden? etc passwd oder etc shadow? Ja, einfach mal mit reinnehmen. Hier sehen wir schon ein bisschen etc passwd. Schauen wir mal. Schreibt es gerne in die Chats rein. Wir lesen das mit. Und da bin ich gespannt auf jeden Fall, was ihr schreibt. Also, ich denke, wir gehen mal in Richtung PassWD. Dann wissen wir da schon mal Bescheid oder schauen einfach mal, ob das richtig ist. Hier haben wir es. Zack. Und dann gehen wir hier einmal gemeinsam durch. Ja, danke schön, dass ihr mich hier gut oder dass ihr hier uns begleitet. Wir haben ja ganz, ganz viele Zuschauer im Gepäck. Und dann kommen wir zur nächsten Frage. Was ist das Kommando in Linux, um den Inhalt eines Verzeichnisses anzuzeigen?
Na? Inhalt anzeigen. Beide tun das irgendwie, aber hier sehen wir, hier prassen auch schon die richtigen Antworten rein. Genau. Also, na, das sieht schon mal ganz gut aus. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich bin absolut schlecht in Linux. Ja, also ich nutze Linux auch noch gar nicht so lange, bin ich ehrlich. Und ich schau mal, was sich hinter Cat verbirgt. Schau mal. Ach nee. Boah, war ich wohl falsch. Dann wart ihr wohl doch alle richtig. Ne? Von daher gehen wir mal hier rum. Also immer, wenn man eine falsche Frage beantwortet, dann läuft man in ein Dead End. So. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Welche Anwendung für das Booten des Systems ist für das Booten des Systems zuständig? Group oder Systemd? Das ist die Frage für das Booten des Systems. Das ist, ich finde, eine tricky Frage. Ich musste echt ein bisschen überlegen. Die ist auch tricky. Ja. Weil, ja. Mal sehen, was hier als Antworten kommen. Ich habe ja das Quiz auch hier am Freitag mal Speedrun-technisch gemacht. Ja. An der bin ich nicht hängen geblieben, an einer anderen bin ich hängen geblieben. An einer anderen bist du hängen geblieben, ja. Also ich muss sagen, ich habe es vorhin, bin ich es mit der Regie nochmal durchgegangen. Die Regie ist durchgelaufen und ich so, ja, das und das wird sein und das und das. Und ich habe hier wirklich nochmal überlegen müssen. Ich habe hier wirklich nochmal überlegen müssen, was jetzt genau, ne? Weil SystemD ist natürlich auch zum Hochfahren bekannt des Systems, aber zum Hochfahren des Systems in Anführungszeichen. Also starten, booten und so weiter hat ja alles ähnliche Bedeutungen. Aber ich sag mal, wenn wir die Entscheidung haben zwischen, zwischen wirklich das Initiieren, das Starten des Systems, das Reingehen in das System sozusagen, ne, was ich jetzt unter Boot bezeichnen würde, oder des normalen Hochfahrens, dann ist tatsächlich Group hier die richtige Antwort. Aber ich musste sagen, ich habe auch echt ein bisschen gebraucht, das dann hier wirklich so mitzubekommen. Ja, hätte jetzt Systemd Bootloader dagestanden, wäre was anderes gewesen. Dann wären nämlich beide richtig. Dann wäre es auch nochmal stressig. Genau, absolut. So, wir schauen mal in Richtung Group. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen Gas geben. Ui, da kommt die nächste Frage. Kann der Befehl sudo rm-rf / ohne vorherige Modifikation auf einem modernen Linux-System ausgeführt werden? Vielleicht sagen wir auch nochmal ganz kurz, was der Befehl macht. Soll ich? Oder, gerne, mach gerne du. Das würde jetzt, ohne nachzufragen, alles auf der Platte löschen oder auf dem System. Genau. Na? Und die Frage ist, funktioniert das auf so einem System standardmäßig? Und tatsächlich vor ein paar Funktionen, Iterationen hat das noch funktioniert. Also ich habe ein Video gemacht vor 3-4 Jahren mit Linux mit einem Befehl löschen. Das war ziemlich genau dieser Befehl und mittlerweile ist der aber geblockt oder in vielen Distributionen wirklich so gefragt, so ey, das willst du nicht ausführen, weil damit löscht du halt alles, ne? Wirklich alles. Von daher ist hier nein die richtige Antwort und wir gehen mal weiter. Welche Linux-Distribution verwendet den apt-Paketmanager? Fedora oder Debian? Ein paar wissen es auf jeden Fall. Ne, bei FlatHub wäre witzig oder Flatpak wäre witzig. Das würde bei beiden gehen. Aber wir haben hier natürlich Debian. So, dann gehen wir weiter. Welche Shell ist die Standard-Shell in den meisten Linux-Distributionen? ZSH oder Bash? Ich hatte tatsächlich vorhin das auch mit einer Person gemacht, die kennt sich gar nicht so richtig krass in Linux aus und hat sie nur gesagt, ja, ich habe die Bash häufiger gehört. Und probieren wir das doch einfach mal, oder? Ja, also noch ist die Born-Again-Shell die häufigste. Das wird sich vermutlich auf lange Sicht vielleicht ändern. Absolut. So, ab geht die Post. Stimmt, du nutzt die ZSH, oder? Dann kommen wir zur einzig wahren Frage. Welche ist die beste Linux-Distribution? Ich denke, das ist klar, oder? Natürlich Arch by the Ray, ne? Ganz klar. So, tatsächlich, der Hintergrund zu dieser Frage, wir haben uns verbaut, weil wenn man jetzt hier steht und hier guckt, dann sieht man schon, was die richtige Antwort ist. Und dann mussten wir jetzt schauen, okay, gut, welche Frage bauen wir hier ein, dass es trotzdem irgendwie cool ist. Und dann haben wir uns Arch by the Way genommen.
Also soll ich dir mal sagen, dass es ernsthaft? Ja? Ja, das ist genau die Frage, in der ich gescheitert bin. Ah! Ja, cool, ja, cool. Na, also ist tatsächlich eher eine Scherzfrage gewesen, weil wir haben uns verbaut und da waren wir schon fast fertig. So, welche Datei beschreibt die Einhängungspunkte für Partitionen, Swap etc.? ETC Disks oder ETC FSTUB? Gerne mal reinschreiben. Aber ich denke, jeder, der so ein bisschen schon mal hier was gemacht hat, der ist hier natürlich auch richtig. Und wir schauen mal weiter. Welcher Befehl zeigt die aktuell verwendete Shell in Linux an? Ist das kademc-shells oder echo-shell? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste es gerade nicht. Also ich kann es mir vorstellen, was es ist, weil das eine macht für mich mehr Sinn. Vor allem die aktuell verwendete Shell, daraus kann man es rauslesen. Weil kademc-shells zeigt ja eine Datei ein, die mit dem Namen shells heißt. Aber da ist nichts von der aktuell verwendeten. Das zeigt eventuell, wenn es die Datei gibt, alle Shells, die vielleicht verfügbar sind an. Richtig? Würde ich mal so sagen. Weißt du, ob es sie gibt? Oder ich wüsste es nämlich nicht. Wüsste tue ich es nicht, aber hätte ich eh nicht genommen. Das ist natürlich richtig so. Ne? Genau. Okay. Aber genau, wir nehmen mal Echo Shell, weil das ist eine Umgebungsvariable, die dann zur Laufzeit ausgelesen wird. Von daher müsste Echo Shell richtig sein. So. Und damit wären wir tatsächlich, wenn alles klappt, am Ziel. Und hier haben wir eine schöne Trophäe bekommen. Ist das nicht süß? Ist das nicht süß? Ja, damit hätten wir das allererste Ziel erledigt, sage ich mal. Kurze Frage, Micha, kannst du den Raum B auf tuxtage.de, kannst du deinen Stream sehen? Ich sehe da gerade keinen Stream, aber vielleicht liegt das auch an meinem Browser. Mein Browser spinnt die Zeit immer mal ein bisschen. Ich probiere es mal unter einem anderen Browser zu öffnen. Nee, der läuft. Der hat nur etwas Delay. Ihr seht ihn noch, ne? Dann ist es nur mein Browser. Gut. Okay, dann, ich sehe ihn jetzt auch. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rüber, beziehungsweise raus aus dem 3D-Gelände. Vielen, vielen Dank nochmal an Ulrich vor allem, nochmal namentlich zu nennen. Der hat sich hier mit dem Labyrinth auseinandergesetzt. Von der Idee bis zum Ende hat er hier super, super viel gemacht. Auch nochmal in den letzten Stunden quasi, also kurz bevor die Tuxtage losgegangen sind, hier die Verschönerung gemacht und nochmal alles geschaut, dass alles passt vom Labyrinth her. Von daher ganz, ganz vielen Dank an dich, Ulrich. Ich finde, das ist richtig schön geworden. Und ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und wir switchen jetzt rüber in das Quiz, was es leider nicht mehr in der 3D-Welt gibt. Von daher sage ich mal hier allen aus der 3D-Welt, macht's gut. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder und hier in der 3D-Welt. Und wir sind jetzt wieder nur noch live im Stream. Von daher sage ich einfach mal tschüss kurz. Ne? Ich kann hier sogar reagieren und einmal winken, glaube ich, hier. Ne? Zack, zack. Macht's gut. Ciao, ciao. Super. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Quiz, der Quizze, auf die wir alle gewartet haben. Und dann nehmen wir uns den Kollegen mal raus. Und das Quiz gibt es dann natürlich unter diesem Vortrag, unter diesem Eintrag, dann, wenn ihr im Programm dann schaut, dann auch herunterzuladen. Das wird heute Abend noch hochgestellt. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein, Micha, oder? Jo, feuerfrei. Feuerfrei. Welche der folgenden Befehle wird verwendet, um die Rechte eines Ordners zu ändern? chmod, chgrp oder chown? Warten wir mal ganz kurz ab. Haben wir die Möglichkeit, das hier einzuloggen, wie bei Wer wird Millionär, oder? So nicht ganz, aber wir sehen dann die Lösung. Ne? Aber das kommt jetzt. Ja. Und die Musik auch noch so. Was würdest du sagen? chmod. chmod. Welche folgenden Befehle wird verwendet, die Rechte eines Ordners zu ändern? Und da würde ich sogar fast sagen, ich glaube, ich habe alle drei Befehle richtig angekreuzt. Recht. Aber man kann es anfechten. Man kann es anfechten, du hast recht. Ne? Weil die Rechte eines Ordners, und mit Group und chown ändern wir natürlich auch die Rechte, aber nicht die Zugriffsrechte der einzelnen Parteien. Ne? Von daher ist es so eine Streitfrage. Ich hätte, glaube ich, ich würde sogar auch beim zweiten Überlegen auf alle drei Befehle gehen. Aber wer chmod sagt, mit dem lasse ich mich auch diskutieren tatsächlich. Also das kann auch gut sein. Je nachdem. Also ist natürlich auch eine Fangfrage, in der
der Hinsicht ja gut. Ne? Also Rechte, klar, also ne, wer an Rechte mit Ordner denkt, der denkt erstmal an CH-Mod. Aber beispielsweise kennst du CH-Group? Ich habe CH-Group nie verwendet. Ich nutze dafür immer CH-Own und dann mit dem Doppelpunkt getrennt. Ja, weil es mit drin ist. Macht wahrscheinlich aber auch. Ja, genau. Ne? Gibt es halt, ja. Ja, ist so eine Sache, wusste ich nicht. Von daher habe ich es einfach mit reingenommen. Aber ich glaube, das war die einzig fiese Frage, glaube ich. genau, aber ich habe es tatsächlich, also ich finde mit CH-Mod ist man da eigentlich auch gut dran. CH-Own schreiben manche, ne? Alle drei, ja. Aber da ändert sich das, das finde ich gut. Ne? Das ändert sich da. Welches Jahr gilt als Geburtsjahr der freien Software? Welches Jahr gilt als Geburtsjahr der freien Software? Ich gebe so viel als Tipp. Wir hatten dieses Jahr ein Jubiläum. Von daher würde ich einfach mal sagen, wir lösen es auf. Oder beziehungsweise, was würdest du sagen? Also das ist jetzt eine Schätzfrage, so ungefähr. Ne? Ich kann es gar nicht sagen. Also kannst gar nicht sagen. Ja, das ist eine Kennzahl, die ist nicht in meinem Kopf. Ja, freie Software, darunter identifizieren wir die GNU-Software. Also das ist Beitreten der GNU-Software. Und tatsächlich, ich habe es letztens mal so am Rande mitbekommen, 2023, nee, ist es nicht. Und zwar tatsächlich 1993, kommt ja 1993, das wird irgendwas mit Linux sein, wobei Linux eigentlich 1991 ist, richtig? Ne? Ich hätte fast 80er. In den 80er. Ja, 80er, irgendwann in den 80er Jahren. Und wenn wir ein Jubiläum haben, rechnen wir doch einfach mal in 10er Schritten zurück und dann kommen wir dann bei 83 sein. Ja. 83 sein, genau. Tatsächlich, ne, ist schon ein bisschen länger her. Finde ich krass, dass es doch schon so lange gibt. Geht's weiter. Wann erschien die erste Linux Mint Version? Ist so eine Schätzfrage, einfach mal so. Seit wann gibt es Linux Mint? Also wir gehen hier von der Linux Mint Version 1.0 aus. Wann erschien die erste Linux Mint Version? Was würdest du schätzen, so ungefähr grob? Oder? Haben die wirklich mit 1.0 angefangen? Hätte ich die jetzt haben als mit 1.0 angefangen. Ja. Echt? Ja. Krass, ne? Ich wusste es nicht. Und ich weiß es jetzt auch nicht mehr zu 100% genau. Das werden wir gleich sehen. Also ich weiß ganz ungefähr den Zeitraum. Na, die müssen ja nach Ubuntu angefangen nach haben. Ubuntu wurde 2004 gegründet. Ne? Deswegen, ja. Genau. Ich hätte es jetzt Ende der 2000, also irgendwie 2009, 2010 ja. Rein. Ja. 2012, 2011 schreibt ihr rein. Ja. Das gibt es schon verdammt lange. Gibt es schon seit 2005, meine ich. 2006. Also ich weiß auch nochmal falsch. Aber 27. August 2006 kam die allererste Version von Linux Mint raus. Ganz schön lange, meiner Ansicht nach. Ne? Genau. Wurk 2004 geschätzt. 2006, ja. Gut, Thüringen hat es richtig gehabt. Aber ganz schön schnell entstanden, oder? Also ja. Nach Ubuntu direkt Linux Mint? Mhm. Ja. Dabei hat Canonical damals noch nicht so viel Mist, ich sag mal, gebaut. Wobei tatsächlich auch der Cinnamon Desktop erst nach der Ankündigung von Unity kam. Also zuvor hat man auch GNOME 2 bei Linux Mint verwendet, soweit ich weiß. Und dann ist man als Ubuntu Unity eingeführt. Ich glaube, das war zu einer 11er-Version oder 10er-Version, haben sie sich irgendwie angekündigt. Und dann ist es haben sie dann das Cinnamon gegründet. Und da ist es dann auch richtig populär geworden, muss man sagen. Welche der folgenden Distributionen ist die jüngste? Wir haben einmal Manjaro im Rennen, Elementary OS, Zorin OS und Deepin. Hart, oder? Sind alles so, würdest du als ausschließen? Ich würde Deepin einloggen, weil ich alle anderen ausschließen würde. Die sind schon etwas älter. Ja. Manjaro ist aber auch noch nicht so alt. Ich glaube, die kommen von 2011 oder sowas, würde ich mal schätzen. Naja, aber Deepin ist halt, glaube ich, jünger. Also den Deepin-Desktop gibt es zuerst so seit 2016, 2017. Und damit liegst du verdammt richtig. Ja. Ja? Deepin ist 2016 erschienen. Ja, siehst du? Das ist 2016. Richtig geschätzt. Na, Deepin, geschätzt Deepin, Zorin, na? Ja, ist stark, ne? Hätte ich gar nicht gedacht. Und Zorin OS gibt es, glaube ich, auch schon verdächtig lange, hätte ich auch nicht gedacht. Ich schau mal schnell, wann Zorin OS erschienen ist. Zorin OS ist erschienen 2009, gibt es sogar schon länger als Manjaro. So, dann würde ich sagen, wann wurde das Internet erfunden? Na, kommen wir mal zu einer ganz anderen Frage, mal abseits von Linux. Wann wurde das Internet erfunden? Na? Wir haben die Veröffentlichung der freien Software oder das Geburtsjahr der freien Software mit 1983 datiert.
Das heißt, ich gebe mal als Tipp, es wird wahrscheinlich davor irgendwann passiert sein. Aber wann wurde das Internet erfunden? Jetzt ist die Frage, was mit Internet gemeint ist. Genau, sehr gut. Also wir haben es tatsächlich nicht abgesprochen, du siehst die Frage auch das erste Mal, ne? Ja. Aber du antwortest verdammt richtig. So, wir packen hier mal weg, weil da waren nämlich Notizen drin gewesen, die ich auch extra öffnen wollte, weil ich mir dazu was aufgeschrieben habe. Weil ich glaube, ARPANET war irgendwo in den 70er. Genau. Also würde ich jetzt mal genau. irgendwo in eine auf eine 75 hinschießen. Ja. Ist das eine Schätzfrage? Wir können Schätzfrage sagen. Tatsächlich, wir müssen unterscheiden bei Internet zwischen dem World Wide Web und dem Internet. Ist nicht dasselbe. World Wide Web ist das, was wir als Internet so umgangssprachlich bezeichnen. Das Internet selber ist aber nur die Kommunikation zwischen verschiedenen Rechnern. Ne? Das Netz dazwischen, Internet. Genau, das habe ich sogar letztens in der Uni gelernt und schmerzhaft lernen müssen, wobei nicht schmerzhaft, aber mich hat es überrascht, dass man das dann doch so unterscheiden muss. Na klar, muss er irgendwie. Du sagst 70er Jahre, ne? Mhm. Tatsächlich in den 60ern schon, und zwar 1969. Ja, ich habe einfach nur verschätzt. Ja, ich habe ARPANET einfach nur unterschätzt, wie alt absolut. Das ist. Ja. Und das wurde von der US-Regierung hauptsächlich ins Leben gerufen für die Kommunikation, vor allem zwischen Universitäten und so weiter. Ne, deswegen gibt es das. Ja. Was hier mal im Chat, was habt ihr geschrieben? 1969. Ja, ihr habt geguckt, ne? 1968 fürs US-Militär. Ja, so 1969 habe ich jetzt die Zahl rausgefunden. Genau. Ja, da um den Dreh rum. Finde ich cool. So, gut. Dann würde ich sagen, machen wir weiter. Wann wurde das GNOME-Projekt gegründet? Wir haben gerade so ein bisschen unsere Zeitfragen. Es geht auch gleich noch mal in andere Sachen rüber. Aber wann wurde das GNOME-Projekt gegründet? Ich muss sagen, ich war verblüfft. So viel kann ich sagen. Also ich kann es nicht mal einschätzen. Also ja, ist schwer einzuschätzen. Also ich bin der Meinung, dass es KDE schon wesentlich lange gibt oder wesentlich länger gibt. Und GNOME ist tatsächlich erst verhältnismäßig spät gestartet, wenn wir wissen, dass Debian irgendwie 1993 müsste Debian an den Start gegangen sein, meine ich. Der Linux-Kernel 1991. Und tatsächlich ist das GNOME-Projekt erst 1997 im August veröffentlicht worden. Die offizielle Gründungsmeldung, ne? Wurde in dem Newsgroup veröffentlicht, ne? Das Projekt wurde als Antwort auf das KDE-Projekt initiiert, das zu dieser Zeit bereits ein ernsthafter und erfolgreicher Versuch war, ne? Und da hat man sich einfach gesagt, okay, gut, KDE hat sich zu der Zeit auf die Qt-Bibliothek, ich sag mal, entschieden. Und da gibt es ja diese lizenztechnischen Probleme immer noch so ein bisschen bis heute, ne? Also das ist so lizenztechnisch, ja, also nicht eine freie Software pur und durch und durch ist, also schon sowas ähnliches wie freie Software, aber mit so einem Sternchen dran, sage ich mal. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut, können wir auch nochmal irgendwann genauer drauf eingehen. Und deswegen hat man gesagt, in GNOME, man möchte doch nochmal einen Desktop gründen, der komplett auf freie Technologie setzt und hat dann tatsächlich die GTK-Bibliothek dadurch ins Leben gerufen. Und diese GTK-Bibliothek kommt durch GIMP. Also GIMP ist tatsächlich der Ursprung, wenn man so möchte, von GNOME. Das Grafikprogramm GIMP. Denn es hieß früher GIMP Toolkit, meine ich. Ja, krass. So, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Mit der nächsten Frage. Will ich einfach nur einen Bash-Befehl von euch. Ich möchte den Bash-Befehl, der folgendes anzeigt, Datum und dann eben das aktuelle Datum. Na, mit 17 Uhr habe ich gar nicht so schlecht geschätzt, mit 16:30 hätte ich besser schätzen sollen. Genau. Welcher Bash-Befehl gibt genau das aus, ohne die Anführungszeichen? Ich muss sagen, ich bin kein Bash-Profi, aber das wollte ich einfach mit reinbringen. Weil du musst ja einen Befehl in einem anderen ausführen, sozusagen. Wüsstest du es? Oder hättest du eine Idee? Ich müsste mich jetzt rantasten. Ich müsste mich jetzt rantasten. Also ich würde mit Date anfangen und dann mal gucken. Genau, also wir haben Date schon mal, ne? Also Date gibt tatsächlich diesen Sonntag, 12. November und so weiter aus. Genau, aber wir wollen noch Datum Doppelpunkt
Leertaste drin haben. Und das machen wir mit Echo. Das heißt, wir müssen in diesen Echo-Befehl nochmal diesen Date-Befehl reinpacken. Und wie macht man das? Ich muss sagen, ich muss es jedes Mal nachschauen. Also ich hätte es auch nicht gewusst. Und Hauke ist ein Best-Profi. Ja, der hätte uns hier schon so aus dem Platt gemacht. Und zwar, ja, ich habe es jetzt schon freigedeckt, damit. Also ja. Echo, dann machen wir Anführungszeichen, Datum, Doppelpunkt, Leertaste. Und dann nehmen wir ein Dollarzeichen für Variablen sozusagen, oder dieses Kontrollzeichen, so ein bisschen auch für die Bash, würde ich mal sagen, packen das in Klammern und packen den Befehl in Klammern. Dann wird die Ausgabe von diesem Befehl hier in diese Variable abgespeichert und hier direkt reingetragen. Und damit bekommen wir das Datum ausgegeben in Datum Doppelpunkt. Genau. Ja, also hier der Euclid hat es tatsächlich mit drin. Genau, mit Backtrix. Datum, Doppelpunkt, Date. Ja, nicht ganz. Also wenn man Datum, Doppelpunkt, Date schreibt, also nur ohne Klammern. Achso, ich glaube, hast du dann reingeschrieben, meine ich, ne? Genau. Oder minus, minus, full, easy schreibt jemand. Also tatsächlich gibt Date auch schon das so aus. Aber genau, fand ich interessant. So, wir müssen ein bisschen Gas geben. Terminal-Befehl zum Kopieren von Ordnern unter Beibehalten der Rechte. Wie können wir einen Ordner kopieren und die Rechte beibehalten? Wüsstest du es aus dem Stegreif? Also ich weiß es, aber ich habe mich letztens damit beschäftigen müssen. Ich weiß gar nicht, ob Copy auch minus P für Preserve Permissions hat. Ich kenne es vom Tarn, also vom... Ich hätte auch erst in die Hilfe gucken müssen. Ja, also ne, ein Blick in die Mainpage hilft natürlich. Und tatsächlich ist das hier CP-RA. Also mit RA behält man die ganzen Rechte und die ganzen Daten, also bis das Änderungserstelldatum, meine ich, nimmt man damit. Das müsste dieses Preserve sein, denke ich mal. Ja, also ich glaube, R ist klar für Recursive. Recursive und dann Attributes ist es dann, glaube ich. Oder Attributes wird sein, minus R. Ja. Attributes, ne? Also aber jetzt minus, wird es blau geschätzt. Ja, absolut. Ich also würde auch sagen, genau, minus R, genau, minus A schreibt ihr, ne? Genau, minus RA hätte ich jetzt gesagt. Und kleines R tatsächlich bei den Copy. Und minus P schreibt auch jemand für Preserve, das könnte auch funktionieren. Ne? Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber am kürzesten und was ich mir merke für Backups und so weiter, ist CP-RA. Wenn ich ein Backup wiederherstelle oder sowas, dann nehme ich das. Wie kann man im Befehl lesbare Größen ausgeben? Ist eigentlich auch gar nicht so schwierig, aber ich muss sagen, ich habe mir diesen Befehl erst letztens angewöhnt und dann kann man viel, viel besser einschätzen, wie groß eine Datei wirklich ist. Und ist nur ein Buchstabe, den ich eigentlich will, quasi, weil LS kennen wir alle. Aber wüsstest du den Buchstaben? Ja. Ja, ja, dann hau raus. Klein H, Human Readable. Ja. Genau, H für Human Readable. Und der ganze Befehl wäre dann LS-LAH. Damit bekommt man eine schöne Liste von allen Dokumenten, also von allen Einträgen im aktuellen Ordner. Und dann mit H einfach nochmal eine Human Readable. Da sieht man dann, ob das Kilobyte, Megabyte, Gigabyte und so weiter sind. Und man kann das viel schöner lesen als eine riesenlange Zahl und muss keine Ziffer zählen. Minus H schreiben die richtigen tatsächlich. Oder AH, genau, perfekt. Genau, genau. Na, sehr cool. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit einmal der nächsten Frage. Kannst du die mal bitte vorlesen? Welcher der folgenden Namen bezeichnet keinen Bootloader? Grub, Syslinux, Bolo oder Lilo? Das ist die Frage. Einer hat sich hier untergeschlichen, der nicht stimmt. So, also ja. Drei kenne ich. Ich vermute mal, dass den ich nicht kenne, der existiert vermutlich auch nicht. Das kann sein. Welche kennst du denn? Den Grub, den Syslinux und den Lilo, wobei der Lilo schon, ich glaube, sehr, sehr alt ist. Genau, den Linux-Loader. Den Linux-Loader. Genau, genau. Tatsächlich ist es tatsächlich auch so. Es ist am Ende der Bolo, den ich da ich muss sagen, ich habe die Liste der Bootloader aufgemacht und ich wollte so viele andere Namen nehmen, die irgendwie logisch klingen, aber es gibt so viele unterschiedliche Bootloader, muss ich sagen, wodurch ich echt, ich glaube, 2-3 Minuten an dieser Frage gesessen bin und was nehme ich denn jetzt hier als falsche Antwort, die irgendwie noch Sinn macht, vielleicht. Ne? Hast du gerade Nudeln gegessen dabei, weil die Bolo auf die Nudeln gehört? Die auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay.
Gut. Dann, was ist der Unterschied zwischen Schrägstrich bin und Schrägstrich es bin? Na, nimm mal vielleicht nochmal rein. Wüsstest du es? Ja. Sind am Ende, wir geben mal ein bisschen Gas, sind die essentiellen Befehle. Essentiellen Programme in S-Bin und der Rest ist in Bin. Ne, in Schrägstrich Bin oder Schrägstrich User Bin, je nachdem, sind meistens nur noch Verknüpfungen da drauf, sind tatsächlich dann die einzelnen Programme. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Was bedeutet NoExec in der etc/fstab? Als Option. Das ich muss sagen, jetzt zum Beispiel nicht auf die Schnelle. Ja, ich muss sagen, also ich wüsste es auch nicht. Ich bin ehrlich, ich wüsste es auch nicht. Ich habe es mir aus dem Wiki rausgekrapscht und so gesagt, ah, das wäre mal ganz interessant reinzunehmen. Genau. Tatsächlich ist es das, also eigentlich, wenn man es weiß, ist es super logisch. Und zwar, dass keine Dateien ausgeführt werden dürfen, wenn man diese Partition einhängt. Na, genau. So, wir müssen mal ein bisschen Gas geben, weil wir müssen langsam zum Ende kommen. Wir sind schon 2 Minuten über und die Verabschiedung wartet auf uns. Und Maren ist fertig, wie ich gehört habe. Von daher, wie lautet der Bashcode zum Checken, ob 2 Zahlen gleich sind? Ich würde das mal ganz grob hier anzeigen. Ja, entweder man weiß es oder man weiß es nicht. Ich habe schon genau die gleiche Frage im letzten Jahr auch schon mal gebracht, weil ich kann es mir immer noch nicht merken. Ne? Also hier mit diesen 2 eckigen Klammern und dann dieses minus EQ steht für equal. Okay, muss man wissen. Und dann hier nochmal dieses Semikolon. Und dann then von mir aus, phi von mir aus auch noch. Das kennen wir auch noch aus anderen Programmiersprachen. Aber das ist wirklich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin absolut kein Freund der Bash-Programmierung. Beziehungsweise ich finde es einfach unlogisch, syntaktisch einfach. Da finde ich viele Programmiersprachen schöner. Welche der 4 Befehle ist ein Kommando zum Drucken einer Datei? LPD, LCS, LCA oder LPR? Entweder man weiß es oder man weiß es nicht. Ich kann es nicht mal sagen. Ich würde LPR vermuten, weil wegen Print. Ja, genau. Und da hast du auch absolut recht. Ah. Ne? Ist LPR. Absolut. Ja, manchmal kann man sich solche Sachen auch irgendwie so aus den Fingern saugen. Hätte ich mich genauso orientiert. Welches ist kein E-Mail-Protokoll? POP3, MSP, SMTP oder IMAP? Was würdest du sagen? MSP. Absolut, das ist absoluter MSP, was ich mir da ausgesagt habe. Ja, das Mail-Sending-Protokoll gibt es natürlich nicht. Genau. Standard-Port für DNS? 535, 53, 143 oder 41? Wollen wir schnell machen? 53. 53, machen wir. Genau, spitze. Genau. Was macht der folgende Befehl? chmod O-RWX Pfad. Gibt allen anderen voller Ausführerrechte. Read, write, execute. Tatsächlich, wenn das Minus ein Plus wäre. Ach nee, Minus ist entzieht, ja. Das Minus entzieht. Das Minus entzieht. Ne? Wenn man hier ein Plus reinschreiben würde, dann würde man allen anderen genau diese Rechte schreiben. Lesen, schreiben, ausführen, geben. Ich habe es mal gesagt, alle Rechte. Entzieht anderen Nutzern, weil O für Others steht. Genau. Na, richtig hingucken. Das Plus und Minus ist. Ja, genau. Ja, aber absolut. So, dann sind wir bei der allerletzten Frage, eine Schätzfrage. Die habe ich auch heute erst nachgeschaut und ich war selber erstaunt. Einfach mal eine Schätzfrage. Wie viele Tage Wiedergabezeit haben alle Linux-Guides-Videos bereits im Jahr 2023? Wie viele Tage Wiedergabezeit? Was schätzt du? Machst du schon eine Weile? Hast du schon das Jahr geknackt? Ja. Oder das halbe Jahr? Ich würde mal sagen, schon gut ein Jahr. Na, also insgesamt haben alle Leute sich die Videos 365 Tage angeschaut. Also wenn wir alles zusammenzählen an Videospielzeit. 365 haben wir eingeloggt. Ich lasse euch noch mal ganz kurz raten. Mich hat die Zahl tatsächlich doch sehr aus dem Boden gehauen. Das war schon sehr viel. Ich muss sagen, ich finde, ach nee, ich habe das hier anders umgelegt. Hier haben wir es einmal.
Genau. 66 schreibt jemand. Ja, ist auch eine schöne Zahl. Aber tatsächlich, ich bin absolut aus allen Wolken gefallen. 9857 Tage. Insgesamt in diesem Jahr wurden alle Videos von Linux Guides nur in diesem Jahr, bis jetzt, das Jahr ist noch nicht vollständig, circa 27 Jahre lang abgespielt. Das ist schon krass. Das hast du gemeint. Du hast gemeint. Die Gesamtlänge aller Videos, die du bis jetzt veröffentlicht hast. Ja. Nee. Okay, hast du schon recht, ja. Aber tatsächlich ist schon unglaublich, ne? Also 27 Jahre. Ich bin damals in das Rennen gegangen und gesagt, okay, gut, es lohnt sich für mich, wenn ich weniger Zeit rein investiere, als die Leute das schauen. Und ich glaube, das müsste mittlerweile erreicht sein. War am Anfang nicht so. Also, wenn man ganz am Anfang anfängt, dann steckt man in so ein Video 10 Stunden oder sowas und dann wird es vielleicht eine Stunde angeschaut, wenn du Glück hast. Mhm. Ganz am Anfang. Von daher, irgendwann dreht sich das natürlich dann um, aber das hat mich dann doch schon überrascht. Ja, das wäre es soweit gewesen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Dabeisein, Micha. Jo, gerne. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß. Mhm. Ich hoffe auch vor allen Dingen, ihr hattet Spaß. Von daher, wenn ihr möchtet, ladet euch das Quiz dann herunter. Wir packen das dann in diesen Vortrag rein und dann könnt ihr es auch gerne mit anderen nochmal durchspielen und die auch nochmal so ein bisschen challengen. Ich bedanke mich und wir sehen uns gleich in der Verabschiedung alle auf Track A, wenn ihr möchtet. Hier auf Track B machen wir jetzt Feierabend.